Herzlich willkommen wieder bei Ralles Holzbude. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Ja, freut mich sehr. Und heute ist der Teil 4 dran, der letzte Teil vom Laptop-Ständer plus Tablet-Halter. Ich habe mir noch so ein paar Gedanken gemacht, weil ich hatte ja keinen Plan so wirklich, nur eine lüde Zeichnung. Das muss noch alles ein bisschen stabiler werden, finde ich. Es ist zwar schon stabil, aber sicher ist sicher. Ich möchte hier noch so ein Brett reinbauen, so dreieckig oder vielleicht nur ein bisschen höher vielleicht. Schauen wir mal, dass man vielleicht noch so eine Stellschraube hat, wenn ich den nur so ein bisschen mache, dass ich den dann auch wieder festmachen kann. Frei verstellbar. Da ich keine breiten Mahagoni-Bretter habe, muss ich natürlich welche selber machen. Also, Klammern. Ich habe noch so eine schmale Leiste. Da mache ich mir erstmal breitere Plättchen draus. Also das verleime ich. Und dann kann ich die später so zuschneiden, wie ich das haben möchte. Dann sieht das aus, als wenn das eine Fläche wäre, weil das auch wieder eine Längsverleimung ist. So, zuschneiden mache ich das alles wieder mit der Tischkreissäge. Aber erstmal muss ich das natürlich messen. Nicht, dass sie zu klein sind nachher, die Plättchen. Das sind in dem Fall 20. Ja, ich nehme ein bisschen mehr, damit ich das nachher auch besser zurechtschneiden kann. Ich mache mal eine 22 draus. Das übertrage ich auf mein Mahagoni-Brett. Und da ich ja zwei davon brauche, also für beide Seiten hinten und vorne, sonst habe ich ja keine Stabilität, ist klar, muss ich mir vier von diesen Streifen abschneiden erstmal. Schauen wir mal. Vielleicht auch ein bisschen kleiner. Muss mal gucken. Noch so ein kleineres Stück abgeschnitten. So, da haben wir sie. Die müssen wir jetzt natürlich wieder so verleimen. Längsverleimung hält bombastisch. Vielleicht muss ich noch, vielleicht muss ich hier sogar reinnehmen. Mal gucken, wie das jetzt so zusammenpasst. So, den dahin. So dieses Brettchen verleimen und dann nachher zurechtsägen. Und das müssen wir zweimal machen. Mach dann mal los. Um das jetzt einigermaßen genau zu machen, lege ich mir hier dieses Brett an. So, jetzt habe ich hier meine Zwinge hingemacht, dass der genau mit dem übereinstimmt im Winkel. Den setze ich hier unten dran und den anderen auch. So, jetzt male ich mir einfach hier so ein Dreieck drauf und so kann ich die dann am besten auch verleihen. Das mache ich zweimal. Gut, ich habe das jetzt verleimt und jetzt muss das erstmal abbinden. Ne? Also, da warten wir erstmal. Jetzt noch diese beiden Arme hier vorne, wo das Tablet drauf, das Laptop drauf steht. Und dazu muss ich mir noch was ausschneiden. Ich habe noch so ein Stück Mahagoni, da schneide ich das aus. Das geht auch ganz einfach. Da sind sie. Die sind auch nicht exakt gerade, wie man sieht, haben diesen ganz leichten Winkel. Und habe auch schon mal hier quasi was rausgenommen, damit ich die auch hier so drüber setzen kann. Dann verschrauben, verleimen. Wir schauen mal, wie das mit dem Verleim hält. Zur Not haben wir noch eine Schraube rein. Das dauert noch ein bisschen. Bin gleich wieder da. Für euch ist das eine Sekunde, für mich sind das mal eben 20 Minuten warten. Ja, wenn euch die Gitarreneinlage so gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Daumen hoch für Liken, Abonnieren. Und wenn es euch gefällt, mache ich sowas öfter. So, die Teile sind jetzt abgebunden. Stabil. Wo ist das andere? Also noch eins, da. Da haben wir die beiden. Nur noch schleifen. Ja, damit sie schön aussehen und dann schneide ich sie mal zurecht. Alles klar, gut wieder.
schnitzen aber auch kräftig drin. Wahnsinn. Jetzt noch nichts verleimt, einfach mal zusammengeschraubt. Ich finde, das sieht schon richtig schick aus. Auch hinten, ja. Vor allem die mittlere Laufschiene, die ist jetzt versteckt, kann man nicht mehr sehen. Das ist so ein klein bisschen Design. Aber das sieht gut aus. Ich habe da jetzt eine vernünftige Schraube gefunden. 4,8. Und ich habe so ein Drehfuzzi. Das passt super zusammen. So, ich habe vorgebohrt, ich habe das Loch gebohrt. Einmal durch. Hinten etwas größer, weil ich die Schraube da reinziehen werde. Sie guckt noch über, aber die ziehe ich da gleich rein und dann holt die da kein Mensch wieder raus. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. So, Schraube haben wir durchgesteckt. Drauf achten. U-Scheibe. Drehfuzzi. Und jetzt drehen wir mal. Schön auf die Schraube achten. Wie von Zauberhand verschwunden im Holz. Hol dann nie wieder eine raus. Ach, tja, und damit können wir den Vogel einstellen. Wenn ich den löse. Na, löse ich. Er kommt von selber runter, weil ich. Wo ist ich? Da. Und eine Feder eingebaut habe. Kann man die sehen? Da ist eine Feder drin. Die zieht automatisch zurück. Hochschieben. Festdrehen. Dann ist das stabil. Und da kann nichts mehr passieren. Jetzt klebe ich. Hier. Hier. Da leine ich noch. Ein Stück Holz drauf, so zur Verkleidung, so ein bisschen. So ein bisschen hübsch mucken. Den leime ich nur auf einer Seite fest, damit wir diese Bewegung haben. Thank you.
das muss auch erstmal wieder abbinden. So, so sieht das Teil jetzt aus. Richtig schick. Die werden wir noch mal ein bisschen schleifen. Die Beine, damit sie auch schick sind. Vielleicht hinten so ein bisschen rund machen. Schauen wir mal. Da muss noch so ein kleiner Klotz drauf. Wieder so ein kleines Stück, das halbiere ich mal und die klebe ich als Stopper drauf. Das sind die kleinen Klötzchen, die klebe ich jetzt erstmal hier oben drauf. Gucken wir so ein bisschen in der Maserung. Das sieht doch schon mal ganz anständig aus. Alles klar. So, während die beiden jetzt erstmal abbinden, können wir in der Zeit uns um den Halter für das Tablet kümmern. Ne? Das ist ja jetzt erstmal nur der Ständer für den Laptop. Aber da muss noch ein Halter für das Tablet dran. Ich habe mir jetzt mal so ein, aus diesem Klotz das ausgeschnitten. Ne? Den will ich da einpassen. Ich habe jetzt die eine Seite abgeschraubt vom unteren Fuß und ich möchte den da so einbauen. Das heißt, muss ich hier eine Nut reinschneiden, dass der genau passt, und dann versenken wir den da drin. Genau so machen wir es. Da haben wir die Nut. Müsste der jetzt genau reinpassen. Oh. Passt. So, dann kann ich die eigentlich auch schon verleihen. Ja, muss ich eigentlich nichts mehr dran machen. Ne? Alles klar, mache ich auch so. Also, die Schraube auch raus. So, Leim da rein. So, da verschmiere ich das aber, dass das auch vernünftig überall hält nachher. Oh, das war aber ganz schön viel. Schmieren wir damit rein. So, dann wollen wir das mal wieder zusammenstecken und zusammenschrauben. So, das muss auch erstmal abbinden und dann gucken wir mal, was wir noch so machen können. Die anderen sind auch noch nicht abgetrocknet. Wo habe ich sie hingelegt? Habe ich nicht, da. Hier, das dauert auch noch ein bisschen. Das muss auch noch binden und dann müssen wir noch schleifen wieder. Damit das nachher alles richtig gut aussieht. Ne? Thank you.
Der kommt noch so dahinter. Dafür habe ich diese Aussparung gemacht. Bei beiden. Links und rechts. Wie gesagt, da ist auch eine. Da passt der genau hinter. Den kleben wir da ein, damit das Laptop etwas höher steht hinten, dass das Gewicht mehr nach vorne fällt. Mal wieder abbinden, haben wir wieder Zeit und kurz überlegen, was kann ich jetzt noch machen auf die Schnelle. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich jetzt machen könnte. Das muss jetzt erstmal alles trocknen. Überall ist Leim dran. Ich kann jetzt nicht sehen, nicht schleifen, nichts. Okay, man. Ihr könnt natürlich ein bisschen Gitarre spielen. Und falls ihr jetzt nicht wisst, was ihr machen müsst, liken, abonnieren und dann seht ihr alle Folgen, die noch kommen. Ich habe jetzt hier noch so einen Abschnitt vom Fensterrahmen. Da mache ich mal so eine kleine Halterung für das Tablet draus. Schneide ich mal so ein Stück ab und schleife das mal schnell. So, jetzt baue ich das schöne Teil mal ab. Sieht schon gut aus. So könnte man das schon lassen. Nein, wir müssen natürlich noch hinten so eine kleine Halterung dran machen. So, das haben wir jetzt da. Jetzt muss hier noch, weil das Tablet ja so hoch steht, sonst fällt es ja hinten runter, müssen wir hier noch was hinterbauen als Halter. So, da ich keine Bandsäge habe, nehme ich dieses Teil. Schöne Japansäge. Damit werde ich, wo ist es, da. Dieses Teil durchsägen. Ich habe es gerade mit der Tischkreissäge versucht, das ist mir zu gefährlich. Mach lieber mit der Hand. Ich glaube, das wird so nichts. Muss ich mir was einfallen lassen. Wenn ich so eine Bandsäge hätte. Ich habe nur keine Bandsäge. So, ich habe jetzt hier den Halter für hinten. Den muss ich aber so ein bisschen aussparen, dass ich den so ein bisschen einpassen kann, dass die hier in einer Flucht sind, die Ebene und die Ebene. Das muss ich nur mal eben anzeichnen. Ich setze ihn mal da außen. Ja, hier, da setze ich ihn hin. Und hier ein Strich. Bis da. Ja, dann sehen wir mal. Mal gucken. Oh, das passt aber richtig gut. So werden wir den anleihen. Und hier wieder die kleine Zwinge. Das reicht aus.
Jetzt muss das erstmal abbinden. So, ich glaube, das ist geschafft. Jetzt werden wir das nur noch mal einölen. Schön eingezogen ist, da muss ich das richtig schön runterpolieren. Da wird das richtig schick. Da ist es, das gute Stück. Es ist vollendet. Also ich finde, das sieht echt mega aus. Dass ihr wieder dabei wart. Wir haben Teil 4 endlich hinter uns gebracht. Was heißt endlich? War eine schöne Arbeit, hat mir Spaß gemacht. Ist auch hier und da mal was schief gegangen. Manches musste ich neu bauen, was ich dann hinter den Kulissen gemacht habe. Also nicht direkt vor der Kamera, weil die Zeit einfach knapp ist. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder dabei seid. Ne? Und die jetzt den Film jetzt erst gesehen haben. Hier oben ist Teil 1. Teil 2 und Teil 3 ist auf jedem anderen auch mit verlinkt. Na, alles klar, dann schönen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, ein Like da lassen, abonnieren, kostet ja nichts, tut nicht weh und mir hilft es ein bisschen für den Kanal. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.